wer Tom Hanks bei Castaway verschollen dabei zugesehen hat, wie er auf einer einsamen Insel gestrandet überlebt, der weiß ungefähr, was ihn in Stranded Deep erwartet. Das hier ist ein Let's Play mal kurz und ich bin nicht Tom Hanks, ich bin Dennis und werde euch jetzt die allererste Alpha-Version von diesem kleinen, feinen Indie-Survival-Titel mal zeigen, beziehungsweise sie mit euch zusammen erkunden. Ich habe nämlich auch noch genau 0 Minuten gespielt. Das Spiel ist tatsächlich fast parallel zu H1Z1 rausgekommen, ein anderer Survival-Titel, der allerdings praktisch nicht unterschiedlicher sein könnte von Stranded Deep. Der kommt ja von Sony Online Entertainment, also von einer wirklich großen Firma. Und Stranded Deep erschien praktisch gleichzeitig vor ein paar Tagen und kommt von einem kleinen Zwei-Mann-Team, die aus Australien sind und daher dann auch vielleicht so ein bisschen dieses Südsee-Feeling, was sie da jetzt rüberbringen wollen, werden wir sehen. Auf jeden Fall wird es interessant sein, was diese zwei Typen eben alleine leisten können. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Wie immer, Warnung, das ist Early Access. Ich weiß nicht, wie viel da drin ist. Ich weiß nicht, wie lange man damit sich irgendwie aufhalten kann mit dem Spiel. Ihr habt ja gesehen, wir machen ja viel Early Access. Rust, DayZ, Space Engineers, Kerbal Space Program, natürlich Planetary Annihilation. Das sind ja sehr unterschiedliche sozusagen Inhalte in diesen Spielen gewesen. Und es kann gut sein, dass das jetzt nach einer halben Stunde schon uninteressant ist. Aber wenn es irgendwie cool ist, dann werden wir das natürlich weiterspielen und uns das länger angucken und immer wieder hin zurückkehren. Ja, dann steigen wir doch einfach mal ein. Ich habe vorher gelesen, dass das Spiel gerne abstürzt, wenn man Fraps anhat und auf Start Game drückt. Deswegen werde ich jetzt mal kurz hier an der Stelle unterbrechen und wir sehen uns dann im Spiel wieder. Ja, das fängt ja schon mal gut an, wie bei The Forest. Das nimmt sich ja momentan noch gar nichts. Ich weiß nicht, wer das kennt, vielleicht. Das ist ja momentan auch so ein Survival-Spiel. Habe ich bisher nur Let's Plays von gesehen und entschieden, dass mir das noch zu wenig Inhalt bietet. Dennoch spiele ich das hier, was wahrscheinlich noch weniger Inhalt hat. Aber gut, hier muss ich mir jetzt gleich erstmal einen Drink machen. Das finde ich sehr schön. Guck mal, jetzt lernt man gleich das Crafting. Also hier. Das geht ja schnell. Also so schnell kriege ich das nicht hin. Tab ist das Inventory. Leiter. Wer zündet denn den Martini an? Leute. Das ist mir unbekannt. Also, ich trinke sehr gerne Martini, aber ich zünde die nicht an. Ich guck mal kurz dem Piloten zu. Naja, also ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil viel sehen tun die nicht durch die Fenster. Schön. Sehr schön. Ist irgendwas Besonderes passiert? Shark claims another. Ah, okay, also es gibt offensichtlich ein Hai-Problem. Da werden wir mal schauen, ob wir da auch Probleme haben. Das war eine nette Idee. Allererstes kleines Tutorial. Ich dachte mir, das wird schon was werden. Ich meine, ist das eine Survival-Situation? Ich meine, ganz ehrlich, ist es nicht so schwierig, in einem Flugzeug voll ausgestattet und Batteriegläser zu haben. Komplett ist. Ein bisschen mehr Effekt. Also, nach dem Piloten muss ich dann jetzt wahrscheinlich tendenziell auch nicht suchen. Das ist hier also mein Überlebensbötchen. Ich nehme mal das Paddel und paddel mich mal. Also, wenn ich jetzt hier einfach mitten auf dem Boot paddle, dann komme ich auch irgendwo hin. Das ist immer gut. Hier
sind auf jeden Fall mehrere Inseln. Ich sehe da hinten eine kleine, da ganz hinten auch. Die sind wahrscheinlich alle etwa so groß wie die hier vor mir. Und meine Güte, die ist nicht groß. Also bei The Forest, zumindest soweit man es bisher gesehen hat, ist das ja auch von Wasser umgeben. Dort ist ja auch so eine Art Insel. So, weiter muss ich jetzt, glaube ich, hier nicht. Kann man das auch irgendwie dann... Ach, das kann man wegwerfen. Ich habe natürlich ein Messer dabei. Das hatte ich aber eben noch nicht im Inventar. Meine Freunde, das ist, ist unmöglich. Und das habe ich jetzt eingesteckt, das Paddel. Okay, das ist gut. Das ist gut. Okay, dann schauen wir uns doch mal um. Also hier ist eine Krabbe. Kann ich mir vorstellen, kann ich mich irgendwie ducken? Mit C, Crouch, ganz normal. Die habe ich... Okay. Da habe ich eine Krabbe. Jetzt kann ich die... essen. Das war vielleicht voreilig. Vielleicht... War die gar nicht so gut. Ja, ganz ehrlich, wenn der mir jetzt erzählen will, dass so eine scheiß Krabbe irgendwie giftig ist. Weil ganz ehrlich, die sind normalerweise nicht giftig. Die kann man eigentlich ganz gut essen. Ja, schauen wir uns doch mal um. Ist ganz hübsch hier, ne? Also ich meine, dafür, dass es die allererste Version des Spiels ist, 0.01, wie wir gesehen haben, ist das doch schon gar nicht mal so schlecht. So, ist das, kann man das Holz hier aufnehmen? Das Holz kann man natürlich aufnehmen. Sehr schön. Und diesen Stein auch. Ich mag Steine und ich mag Holz. Also, dass ich Steine mag, wissen die meisten Leute. Ich bin ja Geologe. Da muss ich ja praktisch vom Berufswegen Steine mögen. Mein Messer schwebt übrigens in der Luft. Seht ihr das? Da unten direkt vor mir. Ich habe keinen Schatten. Also, das ist so ein bisschen blöd. Müssten die Entwickler vielleicht an der Engine noch ein bisschen gucken? Eine Kartoffelpflanze. Aha. Frage ist ja... Oh, da kommen sogar Kartoffeln raus. Das ist super. Das spricht ja ein bisschen dafür, dass wir hier in Südamerika sind. Also so in Südmittelamerika, vielleicht karibisch irgendwas, weil Kartoffelpflanzen... Beziehungsweise die Kartoffel kommt ja aus der Gegend Mittelamerika, Südamerika. Ich glaube tendenziell so aus der Richtung dem Norden Südamerikas. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Macht ihr ja sowieso. Also insofern bitte ich euch extra nochmal drum. Und das heißt, wir sind wahrscheinlich irgendwo in der Gegend. So, ich habe jede Menge Stöcker. Da ist die Frage, was kann ich damit? Das ist craftable. So. Die Frage ist, wie craftet man überhaupt? Ja, vielleicht sammle ich auch erstmal noch ein paar Sachen ein. Zum großen Stock hier kann ich irgendwie nichts anfangen. Rennen kann man mit Shift. Also ganz klassische Shooter-Steuerung im Endeffekt. So ein bisschen mittlerweile auch die klassische Survival-Game-Steuerung. Mal gucken, ob ich schwimmen kann. Da hinten ist ein Hai. Vielleicht seht ihr den. Eben hat man noch ganz gut gesehen. Hier ist Treibholz. Mal gucken, ob ich hier unter Wasser mehr sehe von der Welt. Auch nicht so richtig. Also man hat Gott sei Dank relativ weite Sicht hier. Kann man Fische töten. Das wäre jetzt auch albern, wenn man die einfach so erstechen könnte. Also ich meine, normalerweise sollte es schon gehen, aber so toll ist er jetzt vielleicht nicht als Jäger. Ich weiß ja nicht, was er vom Beruf macht. Unser neuer bester Freund hier, beziehungsweise mein alter Ego, kann mir vorstellen, dass ich das bin. Und ich wüsste nicht, wie man mit einem Taschenmesser Fische tötet im Wasser. Beziehungsweise ich wüsste wahrscheinlich grundsätzlich wie, nämlich drauf einstechen, aber ich könnte es nicht. So. Aha! Guck dir das an, ne? Axt. Kann ich nicht aufnehmen. Das ist ja schon mal... das Inventar ist voll. So, Plastic Paddle, immer mit einer kleinen flapsigen Beschreibung, ja, ein Plastic Paddle, gebräuchlich fürs Paddeln, wer hätte das gedacht? Eine Plastic Wasserflasche, can be filled up from a bucket, also aus einem Eimer aufgefüllt werden, um Frischwasser, also Süßwasser, zu tragen. Dieses kleine Messer, mit durchschnittlicher Haltbarkeit. Damit kann ich Schaden machen. Das kann mein Feuerzeug.
ein Feuerzeug, das Gott sei Dank keine Haltbarkeit hat. Das wird wahrscheinlich für immer halten. Eine weibliche Krabbe. Ein Stock, ja, wirklich nur ein Stock. Ein großer Stein. Er könnte in kleinere Sachen zerbrechen. Und essen. Ich esse mal so eine Kartoffel. Hab's. Hat mir jetzt nicht viel gebracht, weil ich immer noch keinen Platz habe. Jetzt habe ich zwei so eine... Na gut. Kann ich die irgendwie wegschmeißen? Mal ganz kurz in die Optionen gucken. Input. Mal schauen, was es hier gibt. Bewegen, bewegen, bewegen. Springen ist Space, ist klar. Crouch, Shift, Pickup, Drop, Q. Use, Rotate. Okay. Okay, dann werfe ich jetzt erstmal die Krabben weg. Die liegen hier am Wrack. Da weiß ich Bescheid. Und das ist meine neue beste Freundin, die Axt. Ja, auf das Ding kann ich schon mal nicht einhauen. Aber... Gucken wir uns mal weiter um. Vor allen Dingen auch ein bisschen, wie weit lassen sich Sachen stacken. Na, die Stöcke sind schon voll, also 4 Stück. Ja, auch die Axt schwebt so ein bisschen in der Luft. Aber das ist ja kein Problem, das ist ja auch erst die allererste Version. So, nehmen wir noch einen Stein mit. Es hieß, die Steine würden zu etwas Sinnvollem zerbrechen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie zerbrechen wir denn so einen Stein? Kann man da draufhauen? Nee, das lässt sich nicht. Doch! Haha! Rockshard. Kann ich natürlich nicht aufnehmen, weil mein Inventory voll ist. Ich werde jetzt einfach mal... Nein! Ich habe die Axt weggeworfen. Ich bin doch hier kein Axtwerfer. Was ist da los? So, cool. Zack, zack, zack. Dann mache ich die mal kaputt. Und brauche ich natürlich wieder meine Axt. Ja, muss man schon genau zielen. So, ist noch ein bisschen fummelig, da genau den Punkt zu erwischen. Wo er dann auch... machen will. Okay, also 4 Stück kann ich stacken tatsächlich nur. Von allem, egal was. Das ist die Frage. Craftable, ja. Aber wie zur Hölle craftet man? So, mit dem Rock Shard kann ich das auch irgendwie. Das kann ja ein Small Shard of Rock, also ein kleiner Splitter des Steins. Damit kann man auch schneiden. Gut, das werde ich vielleicht hier mal mit der Palme, das probiere ich dann vielleicht mal eher mit der Axt. Na, da gibt es sogar schon ein Geräusch. Was nicht einfach nur wusch ist. Ah, Hallöche. Ach, guck dir das an. Und hier gibt es auch noch fette Kokosnüsse. Das ist natürlich geil. Mal kurz gucken. So, Coconut. Müsste ich jetzt eigentlich auch noch aufschlagen können. Und dann ist die drinkable. Aber natürlich nur, wenn ich mal ein bisschen mein Inventar freiräume. Was übrigens, finde ich, dann doch relativ klein ist. So, das hat den Durst gestillt. Jetzt ist die Frage, was ist das jetzt noch für eine Kokosnuss? Die ist ja jetzt an sich... Thirst can replenish thirst, also kann Durst wiederherstellen, also den Durst verringern. Jetzt ist die Frage, was bedeutet die Leiste hier unten? Kann ich jetzt noch so dreimal daraus trinken oder was genau bedeutet das? Viele Fragen. Viele Fragen. Gut. Ich glaube, ich hacke jetzt erstmal hier die Palme weiter auseinander. Ich will nämlich wissen, was passiert, wenn man das macht. Da ich neugierig bin, mache ich das einfach mal. Mal gucken, ob dann da auch so Stöcke rauskommen oder ob da ein anderes Baumaterial rauskommt. Ah, guck. Okay, das ist jetzt so ein Stamm. Ein Holzstamm. Können
wir noch ein paar mehr von herstellen. Was ist der da hinten auseinandergebrochen? Dabei habe ich hier gehackt. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Wo ist denn da die Logik? Ja, guck. So, dann haben wir das jetzt hier nämlich. Das kriegt man doch bestimmt auch noch ab. Gedrückt halten geht übrigens nicht, glaube ich, oder? Doch. Geht. Wenn es gleich von Anfang macht. So, ja. Haben wir jetzt hier eine Palme auseinandergehackt. Da freut sich natürlich die... die Umweltschutzorganisation. Wobei es Palmen hier doch relativ viele gibt. Ich hau jetzt mal einfach weiter auf dieses Stückchen hier ein. Gucken, was dabei rauskommt. Guck mal. Vielleicht kann ich mir da draus so coole Kleidung herstellen. Hier ist übrigens noch ein Rock Shard, die ich nicht einsammeln konnte. Okay, kann ich mir dann so ein Röckchen draus bauen. Allerdings muss ich dafür vielleicht auch erstmal herausfinden, wie genau man Sachen craftet. Also überhaupt die Funktion mal finden. Das Crouchen, das war ja zumindest nicht... Ich kann auf die Uhr gucken. Es ist 15 Uhr und es ist ein wirklich schöner Tag und ich habe genau 0 Tage überlebt. Ist auch relativ warm. Also ich kenne mich jetzt nicht so total gut aus mit Fahrenheit. Ist ja alles in Fahrenheit angegebene Temperatur, aber 108 Grad, das ist ein bisschen über Körpertemperatur und die ist ja bei knapp 37 Grad, also ist jetzt vielleicht 39, 40 Grad Celsius. Also es ist jetzt auch nicht gerade kühl hier. Also ein bisschen erfrischende Kokosnussmilch war auf jeden Fall die richtige Idee vorhin. Solange bis ich hier das Wasser mal irgendwo aufgefüllt kriege, wobei ich jetzt nicht weiß, wo ich ein Bucket, also einen Eimer herbekommen soll. Sieht jetzt hier nicht so aus, als gäbe es hier jede Menge Eimer. Na gut, dann frage ich mal da hinten im Hornbach nach einem Eimer und fülle mein Wasser auf. Und wir sehen uns dann in der zweiten Folge von diesem wunderschönen Spiel namens Stranded Deep wieder. Ich hoffe, ich überlebe länger als 10 Minuten. Ja, dann finde ich vielleicht noch raus, wie man craftet. Also, schaltet wieder ein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.